me on Gmail, Instant Messenger, and Facebook. And now you're going to die. Die. Moin meine Freunde, Gamer Pros hier, der Hafensänger Number One. Heute mal wieder, endlich nach einer Woche, mit einem neuen Video von mir. Ist ein Gameplay-Commentary, im Hintergrund seht ihr Black Ops 3, Freunde. Ja, von mir erspielt auf der Gamescom. Ich war dort am Stand, danke nochmal an Markus, dem Cloud-Manager. Grüße gehen nochmal an dich raus, dass ich jetzt BO3 capturen durfte und circa 2 Stunden insgesamt zocken durfte. Richtig geile Aktion, Leute, muss man ehrlich sagen. Liegt aber auch an euch. Das hat mir die Chance gegeben und ich bin auch ehrlich gesagt nur auf die Gamescom gegangen, um BO3 zocken zu können. So, und ich wollte das hier präsentieren. Und ja, Gamescom war halt so, Leute, wir waren am Shirttube-Stand. Also alle großen YouTuber, die ihr euch vorstellen könnt. Monte, Barca, Red, was weiß ich noch wer, Scorpion. Und wir waren alle beim Shirttube-Stand und da war pure Eskalation. Das will ich nochmal kurz klarstellen. Viele von euch waren dort und viele von euch, und ich muss echt sagen, ich habe bestimmt, ihr müsst überlegen, ich habe fast 100k. Das dauert nicht mehr lange. Und ich habe locker 300, 400, 500 Fotos gemacht. Locker. Nicht mehr normal. Also für diese Größe dachte ich mir echt, ich mache vielleicht 50 Stück oder so oder 100. Aber es war echt ziemlich krass. Danke nochmal, dass ihr alle da wart. Der eine oder andere hat aber leider gemeckert. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Für die Leute, die nicht auf der Gamescom waren. Bei unserem Stand, das war ein Fanartikel-Halle quasi. Da konnte man nur Shirts kaufen und halt so andere Sachen. Bei uns war am meisten los, bei uns war Eskalation, die wollten uns unseren Laden komplett dicht machen. Die hätten uns, überleg mal, am Donnerstag haben die zu uns gesagt, wir müssen abbauen, weil da so viel los ist. Links von uns waren so ein paar Typen, die haben sich richtig gefreut, dass so viel los ist, weil die haben unnormal viel gekauft. Unnormal viel verkauft, also die Leute haben viel gekauft. Aber rechts von uns war so ein Pisserladen, die haben so Plastikscheiße verkauft. Ich bin da einmal reingegangen, die verkaufen da irgend so ein Bullshit für 2 Euro, brauchen die sich nicht wundern. Und die haben sich die ganze Zeit beschwert, dass da so viele Leute sind, dass die Durchgänge blockiert sind, aber das war gar nicht so. Man konnte ganz normal durchlaufen so und ist halt scheiße gelaufen, wir mussten halt oder konnten halt nicht durchgehen, Programm durchführen quasi, also ich war auch paar Mal auf der Bühne, Monte auch, Barca auch, alle drum und dran, konnten halt nicht komplett durchziehen, finde ich ehrlich gesagt schade. Also war auf jeden Fall eine richtig fette Gamescom-Zeit, also muss ich ehrlich sagen, es hat mich richtig gefreut, dass ich alle großen YouTuber kennenlernen durfte, mich mit denen unterhalten konnte. Mit wem habe ich mich gut verstanden? Mit Scorpion vor allem habe ich richtig gut verstanden. Er hat mir sogar ein paar Stories erzählt. Da wollte zum Beispiel BO3 zocken gehen und dann hat der Staff-Member, also der dort an dem VIP-Eingang steht, hat er den zur Sau gemacht. Keine Ahnung, der hat sein Bändchen abgezogen, hat gemeint, so, jetzt bin ich nicht mehr im Dienst, komm, ich fick dich. So, keine Ahnung, was Marcel gemacht hat, da war man wieder frech. Er macht nur Probleme irgendwie und es war halt ziemlich witzig, als er mir das erzählt hat. Er hat mich halt noch weiter mit Monte und so alle unterhalten, das sind alles korrekte Typen, also ohne Witz, auch Monte vor allem, der hat viel was mit seinen Abonnenten gemacht, also das fand ich ehrlich gesagt richtig krass. Bei uns war das zum Beispiel so am Sonntag, wir durften gar nicht raus, wir mussten komplett drinnen bleiben, ich habe mich gefühlt wie auf Alcatraz, ohne Witz, du durftest gar nicht raus, du musstest drinnen bleiben, also im Backstage jetzt, ne? Vorne war die Bühne, hinten Backstage, du durftest nichts machen, wenn du rausgegangen bist, hast du Palaver bekommen von der Messe. Und Russack, Faro und ich, da waren so viele Leute draußen, die dachten uns, alter Leute, ich habe keinen Bock hier drin zu verkacken. Bei Monte und so ist was anderes, weil die haben eine viel größere Reichweite und bei denen eskaliert das. Wir sind einfach rausgegangen. Einfach raus, aber nicht auf die Bühne, sondern hinterm Stand. Also vor dem Stand. Und da kann uns ja niemand, weil das ist ja öffentliche Dingens, öffentliche Halle, kann jeder machen, was er will. Sind wir rausgegangen und haben Fotos gemacht, nicht mehr nochmal Autogramme gegeben. Vorher habe ich alles drauf unterschrieben, auf Spiele, auf Konsolen, auf Handyhöhlen, auf Handyrückseiten. Auf eine Stirn habe ich unterschreiben müssen, aber da meinte jemand, schreib auf meine Stirn. Ich so, really, Nigga? Auf die Stirn nicht mehr normal, dann auf Hände und keine Ahnung wo. Wir waren eine richtig geile Zeit. Der ein Abonnent hat mir sogar seine CD gegeben, also ein Album. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich süß. Ich habe mir das leider noch nicht angehört, hatte keine Zeit dafür, aber mache ich noch auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall eine richtig geile Gamescom-Zeit. Ein Vlog wird wahrscheinlich nicht kommen, aus dem Grunde, meine Kamera ist kaputt gegangen, ich kaufe eine Kamera, Alter, die geht einfach einen Tag vorher kaputt. Really, Nigga, warum geht die kaputt einfach so? Diese Canon Leica, die hat ja jeder Spaß. Dachte ich mir, komm, wieso nicht, weil ist eigentlich relativ nice. Geht die einfach kaputt, konnte halt kein Vlog machen, mit Handy wäre halt so richtig Hartz IV-haft, hatte ich gar keinen Bock zu. Deswegen, mir war auch einfach nur wichtig, dass ich BO3 capturen durfte. Danke nochmal an Nisse, der mir sein Laptop zur Verfügung stellt. Und Leute, 5 Minuten Gamescom-Gelaber, ich wollte ja alles so verallgemeinern, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Meine kurze Meinung zu BO3.
BO3, Black Ops 3. Also ich habe jetzt, Black Ops 3 durfte ich jetzt circa 2 Stunden, also habe ich jetzt insgesamt 2 Stunden geballert. Habe jetzt hier, das war mein erstes Gameplay, das 28.5, habe ich jetzt hier gezockt, war mein allererstes Gameplay. Ihr habt es schon gesehen, am Anfang war es voll langweilig, habe ein bisschen defensiv gespielt, dann in der zweiten Runde, batz, 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 gerusht bis zum geht nicht mehr, habe ein Multi gemacht, dann nochmal ein Double und so weiter und so fort. Also das Spiel macht richtig Bock. Also ich habe das gezockt, die allererste Runde, es war ja die allererste Runde, ich habe da so Bock bekommen. Vielleicht lag es daran, dass ich dann abgegangen bin oder so, keine Ahnung, aber es hat richtig gebockt und das war für mich das Wichtigste, dass das Spiel, dass der Spielspaß einfach an vorderster Stelle steht, dass du, egal ob du 500-0 machst, dass du einfach richtig Bock hast zu zocken und immer weiter zocken willst. Das war für mich das Wichtigste. Was mir dann noch jetzt aufgefallen ist, was ich richtig positiv finde, ist jetzt dieses Boost, also nicht das Boost-Gejumpe, aber dieses Boosting. Wisst ihr, dass man sich nach vorne boosten kann, dass man springen kann? Das ist mir ehrlich gesagt richtig positiv aufgefallen, also jetzt rübergekommen. Bei Advanced Warfare, das fand ich totaler Müll, weil du konntest, wenn du gesprungen bist, konntest du richtig schlecht aimen, so. Aber, wenn ihr einen Scuff habt, ne? Auch ohne Scuff, aber wenn ihr vor allem einen Scuff habt, ey, dann ist nicht mal, ihr seid einfach die Könige. Ich schwör's euch. Ich habe ja mit dem Scuff gespielt, musste mich halt ein bisschen so gewöhnen, aber es hat gebockt bis zum geht nicht mehr. Ich habe da sowas von Vorteil, nicht mehr normal. Ich glaube, dieses Spiel wurde extra auf Scuff aufgelegt, so quasi, dass man sich unbedingt einen Scuff kaufen soll. Oder muss, ehrlich gesagt. Das hat mir richtig positiv gefallen, weil es ist nicht so wie in Advanced Warfare, dass da so voll viele Deppen rumspringen, sondern es ist quasi Bodenkampf, so kann man das sagen. Viele laufen auf dem Boden und kriegst da jeden weg. Das macht man auch eigentlich nur, wenn man irgendwie gerade jemanden hinterher rushen will oder so. Also du hast da kaum Leute gesehen, die dort gejumpt sind. Habe ich jetzt persönlich in Advanced Warfare, fahren nur Leute am Jumpen, wisst ihr, was ich meine. Das Movement hat mich richtig überzeugt, ehrlich gesagt. Also jetzt in 2 Stunden kann man sich wirklich, denke ich mal, seine Meinung bilden. Hat mich ehrlich gesagt richtig überrascht. So, und dann die Maps. Ich habe jetzt 2 Maps gezockt, glaube ich, waren das insgesamt. Die sind mir sofort, die sind halt nicht so bunt und knallig wie zum Beispiel Nuketown oder Hijacked wie in BO2. Aber das ist ehrlich gesagt so eine Mischung zwischen BO1 und BO2, so die Maps. Aber halt nicht so duster wie in Ghosts und Advanced Warfare. So, gar nicht. Also ehrlich gesagt so eine Mischung zwischen BO1 und BO2, die Maps. Tendiert mehr zu BO1, ehrlich gesagt, finde ich persönlich so. Und das kam mir auch relativ positiv rüber jetzt hier. Relativ positiv, okay. Eine Map konnte ich gar nicht spielen. Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Das war so eine, die sieht jetzt gerade nicht im Hintergrund. Aber die andere Map, die hat ihr gar nicht gefallen. Irgendwie, die ist totaler Rotz. Und eigentlich so jetzt noch von den Waffen, kann ich sagen. Also natürlich darf ich leider kein Menüdesign zeigen oder die Klassensetups. Darf ich leider nicht. Hab jetzt mit der HVK gespielt. Die ist so ein bisschen langsamer, aber hat auch hohen Schaden. Aber hat auch einen hohen Rückstoß. Also was mir auch aufgefallen ist, viele, viele Waffen haben da so einen Rückstoß. Also die müssen ein bisschen, die haben jetzt quasi schon so krass gepatcht. Was heißt gepatcht, aber so krass negativ eingestellt. Also ich hatte da bis jetzt gar keine overpowerte Waffe gemerkt. Also habe ich wirklich gar nicht. Ich habe fast jeder ausprobiert. Ich weiß auch nicht. Und was mir da auch noch aufgefallen ist, die Score-Streaks. Also da habe ich schon in der zweiten Runde habe ich ein Mothership rausgehauen. Also es ist die höchste Streak. Die soll die stärkste oder die soll richtig OP sein. Das hat mir auch Anton gesagt. Der meint, boah, die ist richtig krass und so. Dann habe ich die erspielt und dachte mir, what the fuck ist das? Entweder ist es noch ein Bug, weil das Spiel noch fast in der Beta ist. Also man kann sagen, ist in der Beta. Aber ich habe nur Hitmarker gegeben. Nur Hitmarker. Ich habe denen das so erzählt. Der meinte, ja, das stimmt schon. Ich habe da auch nur Hitmarker gemacht. Im Großen und Ganzen hat mich das schon richtig geflasht, dieses Spiel. Ich habe richtig Bock, das zu zocken. Am 19. August, glaube ich, ist das jetzt. Also auf jeden Fall im August kommt die Beta raus, meine Freunde. Holt euch auf jeden Fall 6 Euro für einen Key. Was ist los mit euch? Holt euch auf jeden Fall die gottverdammte Beta und spielt dieses Spiel. Wer eine Chance sehen will in Call of Duty, der muss es auf BO3 legen, weil ich setze mir echt viel in BO3. Es hat mir so viel Spaß gemacht, nicht mehr normal. Holt euch das auf jeden Fall, also die Beta. Bildet eure eigene Meinung. Also mir hat es wirklich recht gut gefallen. Was ist recht gut? Ziemlich gut gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Release. Und ich würde mal sagen, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was von BO3 zeigen. Falls euch das wie immer gefallen hat, lasst mal auf jeden Fall eine positive Bewertung. Die Trolling on a Megle Woche, die wird bald noch kommen. Keine Sorge, mich haben schon direkt welche angeschrieben. Hä, wo bleibt die, du Lügner und so. Ich dachte so, Alter, gerade erst geschafft nach der Gamescom. So mache ich das. Es kommt auf jeden Fall noch im August. Keine Sorge, Ladies and Gentlemen, meine Ex-Freundin. Und auf jeden Fall würde ich sagen, ja Leute, haut rein.